We have still our possibility on the suspension side, different options according to different driving style that you like to choose. The suspension is in a way developed that is pretty unique, and the result in driving as well on longer roads in everyday driving, but even more on the racetrack. And if you think that this car basically beats the Enzo that has been already a car extremely performing in Fiorano, then I think it speaks for itself. I myself enjoy very much this position because it's something that I have enjoyed in my active days, and I enjoy even more to work with our engineers and finally arrive with a project that I believe who will test it will be fascinated about it. And I look very much forward to continue this job for the future, as that's what is going to happen for me. So I wish everybody that has the opportunity to test it great fun and enjoy. Thank you. Da wir ja hier in Frankfurt sind, machen wir das Ganze natürlich dann auch noch ein bisschen auf Deutsch, weil obwohl die meisten wahrscheinlich Englisch verstehen. Nein, ich bin ja eben ziemlich deutlich beschrieben worden, was meine Position war und ist von unserem Präsidenten. Fakt ist, dass ich schon in meiner aktiven Zeit immer wieder die Gelegenheit genutzt habe, unsere Produkte zu testen und mit den Ingenieuren eben meine Erfahrung, die aus der Formel 1 kommt, auch in unsere Autos mit einfließen zu lassen, weil das für uns immer schon der Hauptbestandteil war, dass wir das, was wir in der Formel 1 entwickeln und an Innovationen zur Verfügung haben, auch unseren Kunden anbieten wollen. Und genau das ist auch hier wiederum mit dem 458 Italia passiert. Wir haben eine Innovation, was das Handling, was den Umgang mit dem Auto angeht, dass wir im Prinzip die Hände ständig am Lenkrad lassen können, egal was wir verändern wollen, was das Setup, was die elektronischen Veränderungsmöglichkeiten angeht. Also es ist fast wie in der Formel 1, wo man auch die Hände am Lenkrad lieber lassen sollte, bisher, weil man auf der Rennstrecke sich ein bisschen austoben möchte. Rennstrecke ist das Stichwort, denn dieses Auto hat es geschafft, obwohl unsere Messlatte ja schon immer hochgelegen ist, das Ganze nochmal um einiges zu steigern und sogar so weit zu steigern, dass wir mit dem 458 Italia in Fiorano schneller sind als mit dem Enzo. Und ich denke, das spricht für sich selber. Jeder kennt den Enzo und weiß, welche Performance dieses Auto leisten kann, zumindest an beschriebenen Möglichkeiten, wie es ausgedrückt wurde. Und mit diesem Auto haben wir da einen Meilenstein erreicht. Meilenstein deswegen, weil wir sehr stark entwickelt haben, was Aufhängung, was Geometrie, was die ganze Elektronik angeht, was die Bremsperformance angeht, die Stabilität. Da sind wir einen Schritt nach vorne gekommen, der selbst mich überrascht hat. Und das liegt daran, dass das Ingenieursteam rund um Ferrari einfach einen super Job gemacht hat. Und genau diesen super Job werde ich auch in Zukunft weiter ausüben, mit meinen Ingenieuren, mit dem Team zusammen, weil wir noch ziemlich viele Ideen und Neuigkeiten auch in Zukunft haben. Ich wünsche jedem, der die Möglichkeit hat, dieses Auto fahren zu können, viel Spaß. Danke. To do fantastic cars, you need not only passion, not only creativity, but you need two more elements: fantastic people and fantastic technological partners. The fantastic people is here. This is a group of the Ferrari team, starting with the Ferrari CEO, Engineer Felisa, with the Vice President Piero Ferrari, with Paolo Pininfarina, with the Technical Director Engineer Fedeli, with the Quality Manager and Responsible Almondo, with the Engine Project Leader Mr. Is, and with the Chairman, with the President of Industry and Supply, Mr. Ryan. But was impossible to do the car that Michael has briefly presented to you without the best technological partners in terms of innovation, in terms of advanced technology, in terms of quality.
So I like to share this very important moment, not only with my people, not only with Michael, not only with all the workers, women and men in Maranello, but with the strategic partners in terms of innovation. Without them, it was impossible for us to achieve the goals of these incredible cars. So I want to thank Alcoa, Brembo, Bridgestone, Delphi, Fontana, Getrag, Harman International, Magneti Marelli, Michelin, OMR, Robert Bosch, Shell and Valeo. Thank you, congratulations for your fantastic work and technology. Thank you very much at work. Thank you. Now the cars are for you. I hope we will meet again in a couple of years again in Frankfurt for a new Ferrari model. Thank you to all of you. Thank you for your support. Michael.